Er kommt zu uns. Wo ist er? Bei uns. Neben uns? Nein, nein, vor uns. Er schießt auf mich. Er ist down. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde H1Z1 Battle Royale zusammen mit dem i4. Yo. Fliegen wir hier runter zum Weißen Haus da und dann gehen wir von da zur geheimen Base, ne? Ja. Manchmal steht da ein Jeep an dem Weißen Haus. Boah, bist du wahnsinnig, da sind wir voll cool schon an der Base dran. Ja, ja, genau. Also voll geil. Und manchmal steht ein Jeep an dem Haus. Da landet wer anders. Ah, da ist wer, da ist wer, da oh, ist fuck, wer. Oh fuck, ja, ich lande ein bisschen weiter oben noch, soweit ich kann. Ich versuche links zu landen. An dieser. Ah, da landet auch jemand. Ich bin möglichst weit oben gelandet jetzt. Lauf jetzt schon nach Norden. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Nein, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bin links von dir an der Straße. An der okay. kleinen. Ich laufe aber auch parallel in den Norden. Beziehungsweise die Base dort bei der Kreuzung müsste eigentlich noch frei sein. Ja, ja, die nehme ich noch mit auf jeden Fall. Da bin ich fast schon. Ja, heute muss ein Sieg her. Der ist noch ausständig. Ja, jetzt wo du zwei Wochen nicht gezockt hast oder was, ne? War echt voll lange, oder? Weiß ich nicht, wie lange. Aber das war, ja, zwei Wochen circa. Man müsste eigentlich nur bei mir auf dem Kanal, das letzte Video. Es steht zwar vor einer Woche, aber das kann auch sein vor eineinhalb Wochen und so weiter. Aber selbst da war es dann schon zwei Wochen her dann. Ja. Weil das Video erst. Ach, du kommst ja auch gerade. Ja. Hab ne Shotgun. Schau mal in die Hütte. Hier ist noch eine 9mm. Achso. In der Hütte? Ja. So, gehen wir nach oben, ne? Jo. Wenn du eine AR-15 hast, brauchst du ja keine Piste mehr. Nö. Just bend, you are dead for cheating. Okay. Ihr meint schon mal Top 100. Das haben wir schon mal geschafft. Mhm. Nächstes Ziel Top 50. Ja, man muss kleine Ziele setzen. Top 91 würde ich jetzt sehen. Ja. Ah, geschafft, yes. Nice. Stark. Na, das ist schon zu viel Top 90. Man muss langsame Schritte gehen, hallo? Was ist los? Ah, ja, ja. Toxic Shotgun hat er da. Als ich das erste Mal das gesehen habe, da wusste ich noch gar nicht, dass es die neuen Crates gab, weißt du? Ich habe einfach so... So, das ist dieser Skin. Ja, ja, genau. Und da dachte ich einfach so, hä, was hier los, weißt du so? Wo hat er jetzt... Die ganzen toxischen Sachen, die wären immer zu gefährlich für Battle Royale, weil das alles so giftgrün und heraussticht. Ja, weiß ich nicht, wenn man sich so im Gras aufhält, vielleicht geht das. Ja, da kannst du einen Molotow... Was liegt hier? 9mm. Machete. Ah, da ist eine Pumpgun. Brauchst du Munition? Weil dann nimm du die Munition. Nimm dir ruhig. Du hast doch, denkst, noch keine Pumpgun. Du meinst die hier, ne? Nimm die ruhig. Passt schon. Ah. Oder meinst du die da hinten? Ach, du meinst die da hinten? Ja, bei mir hier. Ja, hier hinten liegt auch noch eine. Dann nehme ich die noch. Aber ich dachte so, hä? Die liegt hier aber noch. Und du so, ja? Also ich so, hä? Komm, wir gehen mal weiter. Richtung... Trailer Park, gucken wir mal, was da ja. so los ist. Vielleicht haben wir Glück und die Villa ist gleich noch safe, dann gehen wir dahin. Ja, das wäre geil, ja. Auch wenn die gerade so nicht safe ist, kann man da noch kurz hin und dann zwei Minuten kurz looten und dann weg. Ja, das geht schon, diese nicht so weit weg. Eieiei. Ja. Irgendwo links wird geschossen. Ja, das ist bei, der Base, glaube ich. Kleinen Base, ja. Hörte sich nach M1911 Pistole an. Oder M9 sogar. Könnte auch sein. Kann sein, ja. Eieiei. Ja, was hat sich so getan in den letzten zwei Wochen mit dir? Viele Gewinnerfolgen? Eine war am Freitag dabei, also gestern. Oh, nice. Die hatte auch relativ viele Klicks. 200 irgendwas.
Ging gut ab eigentlich. Weil ich halt bei PeteSmeet dieses Kommentar geschrieben hatte, hatte ich dir ja geschrieben, ne? Ich habe mir noch gar kein Video von denen angesehen. Ja, das ist aber auch noch. Das ist total witzig, die fehlen sicher die ganze also Zeit. Also, du kannst ziemlich viele Kommentare mit Tipps drunter schreiben, definitiv. Okay, die Villa ist safe, wir gehen direkt durch Richtung Villa. Du kannst definitiv viele Kommentare mit Tipps drunter schreiben. Weil die machen ziemlich viel halt noch falsch, ne? Ah. Auch so ganz einfache Dinge. Der landet zum Beispiel nicht im mittleren Fort, sondern landet dann da in diesem Motel im Pleasant Valley. Aber ich glaube, bei PeteSmeet ist es gerade das Witzige, dass sie nicht perfekt spielen, sondern einfach nur irgendwie Chaos herrscht. Ja, aber man will sich ja schon so ein bisschen verbessern, finde ich, oder? Ja, das schon. Aber du, ich weiß nicht, ob du die DayZ-Folgen von denen damals gesehen hast. Nee, aber... Boah, das war noch zu Anfangszeiten, wie die DayZ-Mod frisch rauskam, vor 3 Jahren. Ach du Scheiße, die hatten 200 Folgen und Peter wusste selbst nach 200 Folgen nicht, noch immer nicht, wo Tscherno ist und das ist die größte Stadt. Ja, ja. Die sagen auch immer, ja, wir landen in der Stadt und dann denke ich mir doch, sag doch den Stadtnamen, weißt du? Ja. Dann weiß jeder, wo du bist. Als Tipp habe ich denen dann auch irgendwie drunter geschrieben, guckt euch die Karte an und merkt euch die Namen, weil ganz ehrlich, ne, wenn man die Namen nach keine Ahnung. 10 Folgen noch nicht weiß, ne? Ja, also die Namen, die kannst du schon leicht merken, vor allem weil auch viel abzuwandeln ist von diversen Sachen wie Cranberry und so weiter, das sind ja alles Abwandlungen von Liedern, Künstlern, Filmen. Ja, und daran so Chito Tranquito ist ja einfach so. Das reimt sich, weißt du? Und oder du nimmst halt dann einfach so Platzhalternamen wie wir eben so mittlerer Vorwort genau. Oder Rektor. Das musst du dann halt mit dem anderen auch abstimmen, ne? Ja. Weil wenn du nichts abstimmst, dann geht das auch in die Hose, aber passt schon. Top 50 haben wir erreicht. Ja. Oh, wo kommt denn der Airdrop? Keine Ahnung. Fliegt noch ein ganzes Stück scheinbar. Oder der kam schon. Nee, der fliegt immer noch. Wahrscheinlich hinter dem Berg dann. Könnte sein. Aber noch fliegt er auf jeden Fall. Immer noch, ne? Wohin? Jetzt ist er. Dann kommt er da B4 oder sowas, oder wie? Ja. Ungefähr. Eieiei. Da ist man gut unterwegs, so ungefähr wie wir gerade. Eieiei, heute habe ich ganz schön viele Kommentare gekriegt, er wundert mich ein bisschen. Ja, aber ich muss auch sagen, bei mir jetzt, dadurch, dass bei mir eigentlich jetzt länger nichts kam, wegen der OP da, ist mir trotzdem aufgefallen, die ganzen H1, Z1, also die ganz normalen Let's Plays und so weiter, die ich hatte, oder irgendwelche so Indie-Games und so weiter, die hatten eigentlich fast gar keine Klicks dann in dem Zeitraum. Aber H1, Z1 durchgehend immer irgendwas. Ja. Also das ist... Das läuft auch gut in der Suche allgemein. Ich habe die meisten Suchanfragen echt über H1, Z1. Also zumindest immer in den letzten 28 Tagen. Obwohl ich halt FIFA-Prognosen raushau, wo viele Suchanfragen sind und so, weißt du? An der Straße sind die H1, Z1-Kanäle sind die heutigen Call of Duty-Kanäle. Ja, leider nicht, ne? Leider nicht. Ich bezweifle, dass es mal so weit kommt, aber... Ja, ist auch schwierig. Du müsstest, wenn dann so Commentary-Videos machen oder so, aber das ist bei Battle Royale. Ja, ich habe jetzt, ich hab jetzt so mal vor, so ein Tipp-Video zumindest zu machen, weißt du? Wo ich halt so Battle Royale-Tipps gebe. So was weiß ich hier. Am Anfang landet da, da, da oder da, so nach dem Motto, weißt du? Das in 4 Hälften aufteilen irgendwie. Dass man das ungefähr sagen kann. Und dann mal schauen. Ja, wir können auch immer weiter. Naja, noch ist ganz entspannt. Wir können 5 Minuten noch laufen in die Richtung. Und dann nochmal 3 oder so.
Weil dann brauchst du, glaube ich, nochmal drei, bis das Gas losgeht. Und da hinten steht garantiert ein Auto. Mhm. Von daher alles ganz entspannt. Wir haben Zeit, wir sind noch jung. Mhm. Unsere Weisheit haben wir nicht mehr, weil die Weisheitszähne sind draußen. Ja, zumindest bei mir einer mal. Einer nur, okay. Aber das war auch der problematischste. Ich glaube, die anderen müssen im Moment nicht einmal. Okay, also noch entspannt. Bei mir damals direkt, zack, alle vier auf einmal. Oh, das bist du wahnsinnig. Da habe ich mir dann schon gedacht, wie es mir nach dem einen jetzt da gegangen ist. Bäm. Aber es kommt immer drauf an. Der eine, bei dem einen ist es so, beim anderen so. Tat auf jeden Fall weh, ne? Aber passiert halt, ne? Hat halt zu kleinen Kiefer, ne? Zähne mussten raus. Was willst du machen? Bei mir war es ganz kompliziert. Du musst ja dann auch noch zerschnitten werden. Ach Gott, okay. Also, aber unter Vollnarkose dann, oder? Nö. Nicht? Ich hab auch nichts gespürt. Okay. Das waren zwei Spritzen, die ich bekommen habe. Aber nicht mal Vollnarkose? Nö, aber ich habe auch nichts gespürt. Also es war. Aber ich hätte da nicht so, sitzen können, wenn die da in meinem Mund so wild rumfuchteln und ich genau weiß. Ja, es war dann zum Schluss hin schon wild. Also zum Schluss hin war es dann schon eine Kraftanstrengung vom Zahnarzt, den herauszubekommen. Ja, und wenn du den dann so siehst, dann denkst du dir auch noch, nee, lieber schlafen. Ja. Ich habe damals gepennt, definitiv. Ich meine, ich habe 4 Zähne rausgekriegt, ne? Ja, okay, das ist klar. Und bei sowas penne ich lieber immer. Mhm. Weil wer weiß, was da. Muss ja nur ein Zwischenfall bei denen sein, irgendwie, weißt du, dass ich was weiß ich, da würde ich voll durchdrehen, ne? Ja. So was weiß ich, er verliert zu viel Blut, da wäre ich schon so, ah, was, kacke. Ja. Ich muss hier irgendwie die Blutung stoppen, selber am besten. Und das geht halt nicht, ne? Ja, da ist sie auch schon. Die wunderschöne Villa. Ja, bis wir dort angekommen sind, sind es nur noch 30 Spiele wahrscheinlich. Kann sein, ne? Vorhin hatten wir eine Runde, erste Safe Zone, 22 Spiele oder so. Bäm, das geht. Im Fünfer Battle Royale, ne? Mhm. Das ist schon hart, ne? Wir haben trotzdem nicht gewonnen. Das war ziemlich kacke. Wir haben keine Runde gewonnen. Ah, MG und du fehlten, ne? Ja, wenn das MG sieht, muss er mitmachen. Na, ja, nächste sterben. Woche wieder, glaube ich. Also er hat noch nichts gesagt, aber für heute hat er Donnerstag schon abgesagt. Ich hatte das nur noch nicht gesehen. Wir nehmen den Jeep, nimm du mal den Pickup, fahr den mal einfach mit hoch und nimm dann oben die Sachen raus, ne? Ja. Jetzt fehlen da die Teile, ich würde so lachen. Na, schauen wir mal, ne? Funktioniert. Gut. Vielleicht steht oben ja noch ein anderer Jeep, dann können wir den auch noch nehmen und den hier stehen lassen dann, weil der hat ja jetzt schon Spritverbrauch. Oben steht zumindest erstmal noch ein Pickup. Das ist schon mal cool. Ich fahre mal direkt nach hinten, guck mir das mal an. Und kein Jeep. Boah, das ist aber trotzdem geil. 3 Autos. Da ist immer was. Also seitdem du das mir damals erzählt hast. Du hast ja von der Villa erzählt. Oder? Ja, ich habe von der Villa erzählt, aber nicht, dass da so viele Fahrzeuge sind, oder? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall schon mal. Das hast dann du rausgefunden, glaube ich. Weiß ich nicht. Eine AK. Ich habe zwar von der Villa erzählt, aber bei mir damals war eigentlich nie wirklich Loot da. Kann sein, weiß ich nicht. Hier liegt auf jeden Fall noch mega viel Shotgun und so. Zumindest in dem kleinen Häuschen, da ist ja überhaupt nichts. Nee, in dem kleinen musst du gar nicht reingehen, da ist nie was. Ja. Also unten komm liegt rein. Auch noch einmal Shotgun Moon. In der Küche liegt auch noch einmal Shotgun Moon. Da hast du Eier 15. Hab ich schon. Kannst du einen Moon nehmen. Ich hab schon Moon. Ich geh mal oben gucken, was hier so ist. Hier ist auch nochmal Shotgun Moon. Unten im Keller habe ich dir auch noch einmal oder zweimal liegen lassen, weil. Was will ich damit mit so viel? Also neuer Deckname für Backpacks heißt Dora. Dora. Ich habe eine Dora gefunden. Backpack, Rucksack. Hier liegt noch eine AR, keine Ahnung. AK liegt hier noch, nimm dir die mal. Ich habe schon eine. Wo? Unten? Oben, rechts. Quasi da vorne. Ja. Nicht dann da, nicht hier. Hier rechts. Wo? Ah, hier. Ich nehme dann noch die AR Moon mit, weil ich habe nur einmal bisher. Was ist, dann muss ich den Molotow da weg
Warst du schon im Keller die Shotgun-Moon holen? Nö. Dann nehme ich die auch noch mit. Aber oh, die kannst du haben. Ja, ich meine, ja, wir haben so viel Moon und so. Ja. Das wird sich schon ausgehen. Vielleicht kommt auch neue Safe. Ich nehme immer Molotov-Cocktails mit, aber ich vergesse dann immer die zu benutzen. Ich gehe mal zum Auto, das Auto looten. Die holen uns immer mit und sowas. Ja, das ist die Sache. Also hier ist schon alles draußen. Ja, hier noch nicht, deswegen. Ah, ich habe sogar einen Rucksack, sehe ich gerade. Klappt, dann nehmen wir den Jeep, der hier hinten perfekt parkt. So, gucken wir mal, was die Safe Zone sagt. Okay, wir müssen gar nicht so weit. Nö. Wir können sogar noch kurz unten an der anderen Halle, nicht an der Autohalle, noch kurz looten. Mhm. Da ist manchmal ein bisschen was. Wir haben beide eine AK, ne? Das ist nice. Und das ist sehr geil. Eigentlich haben wir schon gewonnen. Wir müssen gar nicht mehr weiterspielen. Ja. Einfach. Also würdest du so ein Equipment Summit geben? Der hätte gewonnen. Ja. Ich bleib drin. Echt? Ich crafte. Wobei ich eigentlich hier nicht wirklich was Shotgun zum Craften habe. Ich gehe auch mal trotzdem raus. Aber es wird eh keiner mehr da sein, der uns das Auto stehlen würde. Ja, ja, First Aid Kit. Nice. Und noch einmal AR-15 Munition, falls du brauchst. Ja, jeder eine, fände ich. Ne? Okay, passt. Hier auch nochmal Shotgun, komm, auch jeder eine. Alter. Was ist denn da los? So, zack. Ich tank schon mal einmal, ne? Oh, ein First Aid Kit habe ich sogar auch, sehe ich gerade. So, das packe ich dahin. Packen wir, tauschen wir das mal kurz. Moment, ich crafte hier nochmal um, quasi. Ich crafte nicht um, ich tausche das hier um. Wird aber, glaube ich, nicht ganz passen. Da muss ich das noch zerreißen. Na, auf keinen Fall wird das passen, die ganze Moon da unten in das Wasp. Ja. Nee, wie soll denn das passen, ne? So, Gas kommt in 60 Sekunden, fahren wir mal ein bisschen rüber noch, ne? Ganz entspannt. Ah ja, ja, fehlt nur noch eine Sniper. Mhm. Die Gewinnerrunde Freitag, ne? Ich war am Airdrop. Ja. Ich sehe die Sniper, ne? Kann die nicht nehmen, weil ich noch irgendwas im Rucksack hatte, ne? Keine Ahnung. Mhm. Schmeißt das aus dem Rucksack weg. Will die Sniper nehmen und nehme die Shotgun. Nein. Aber trotzdem gewonnen. Wie mies das einfach war, ey. Da denkst du so, yes, weißt du? So wie hier ungefähr, yes, endlich hier runter. Und dann so, no, wieder hoch. Da war schon wieder die Toxic Shotgun gerade. Der Typ hat scheinbar drauf damit. Das gefällt mir nicht, wenn Typen es drauf haben. Da bin ich ganz ehrlich, ne? Können die nicht mal alle sterben? Hui, ich muss mal kurz gucken hier. Kurz stehen bleiben. Wusste ich doch, dass ich nicht die AR ausgerüstet habe. Ja, die AK. Ich habe auch AK ausgerüstet. Ja, ist auch cooler. Wenn du aussteigst, einfach draufhalten, ciao. Ja, kaum eine Chance. Also AK ist auf jeden Fall sehr gut, wenn es schnell gehen muss. Ja. Wenn ich weiß zum Beispiel, dass dort hinten Gegner sind und ich habe Zeit, dann nehme ich die AR. Ich habe vorhin in einer der Folgen, habe ich zwei Stück direkt nacheinander mit AK weggeballert. Aber das geht. Das ging ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Wir können hier eigentlich kurz abwarten, was die neue Safe Song gleich sagt. Wir sind ja sehr gut geschützt durch diesen sehr wichtigen Dings hier. Pleasant ist gleich auch ganz raus. Gerade ist noch die Tanke drin. Oben. Und eins der Hochhäuser ist, glaube ich, noch dran da rechts. Ja, perfekt. Okay. Wohin fahren wir, ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Wir könnten theoretisch ganz nach oben, D2 hier oben irgendwo. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, Straße nach Norden und dann noch. Straße so weit es geht nördlich. Und dann irgendwo da oben drauf. Läuft sicher. Stein. Der war eigentlich nicht zu übersehen. Ja. Du wolltest irgendwas sagen, dort läuft sicher. Dort läuft sicher niemand hin. Ja. Ganz in den Norden. Wobei weiß ich nicht, ne? Ist halt auch so ein Orientierungspunkt vielleicht, ne?
wo man denkt, ja, komm, wir treffen uns da, dann passt das. Na, das kann natürlich. Guck mal hier, so eiskalt. Kann natürlich auch sein. Ja. Und dann einfach grad Gas geben. Ja, oh, das Problem ist, da sind Schranken. Shit, ja. Schade. Hätte ich gerne gemacht, echt, aber. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Das wäre cool, wenn die irgendwie in Zukunft auch noch da so einen Tunnel machen würden, wo man da reinfahren kann. Ja, irgendwie so eine Map-Erweiterung auch vielleicht. Oder sowas. Zum Bunker im Berg wäre auch cool. Vielleicht haben die schon, den schon gebaut und das nur nicht angekündigt, so nach dem Motto, such mal. Da, wo das Stargate ist, in diesem Berg. Das Atomlager. Gibt's doch hier auch. Ja, einfach hier irgendwie. Ist nicht schlecht. Also die Sicht hier ist gar nicht so schlecht. Unten die Senke ist eigentlich auch cool. Da sieht dich auch niemand. Wo meinst du? Diese kleine Mulde da direkt vor uns unten. Ach da. Ja, das ist schon. Ich guck mal gerade, wo das Flugzeug ist. Das Problem ist halt, dass von rechts und links dann immer eine Anhöhe ist. Das heißt, du siehst auf jeden Fall hinein. Aber wenn diese Mulde irgendwie so auf einer Ebene wäre, das wäre schon geil. Wie so ein Schützengraben. Ah, man sieht auf jeden Fall nur von da links eigentlich und von da rechts. Nee, da links sind ja. Da ist ja irgendwas, oder? Irgendwelche Container oder was steht da? Wo? Links von uns. Ist das ein Haus oder. Hier? Ah, da ist eine Base oder so, ne? Ja! Die habe ich ja noch nie gesehen. Krass, die sieht cool aus. Voll geil. Erstmal looten. Wenn was drin ist, ja, ist sogar was drin. Aber halt nur Crap, aber. Nö, da Blödsinn, da ist Backpack. Ein First Aid Kit. Hier ist so ein Knast oder so. Ja? Voll geil. Hier ist echt ein Knast. Das meinte, glaube ich, Schneckball damals mit dem Knast. Ja. Die hat doch damals erzählt, ja, da war so ein Knast. Weißt du? Saugeil. Erinnerst du dich noch, wo die Base bauen wollte? Ja, ich weiß schon, das hast du letztens erst erwähnt. Ja. Geiler Scheiß. Geil, ja. Hier kann man echt eine Base reinbauen eigentlich. Mhm, voll. Und hier ist eigentlich auch super geschützt. Eigentlich. Also Schneckball D1 ist die Base. Cool. Falls du meine oder Ifis Videos guckst. Aber das hat man wirklich von der Stelle da drüben, war das überhaupt nicht zu sehen. Nee, also das nur ist ganz echt. Ganz leicht hat man irgendwie die Mauern. Wir sollten hier einfach erstmal warten. D1, muss man sich mal merken. So, hier so parken, so ganz unbehelligt. Ja, hinter uns kann sowieso niemand kommen, vom Norden überhaupt nicht. Ah, eher unwahrscheinlich, ne, dass jemand von da kommt. Ja. Coole Sache. Na, findet man mal eben so eine Base, ne? Nicht schlecht, ne? Und wenn du denkst, wir spielen diese Spiele schon wirklich sehr lange. Ja, wir können sogar hier stehen bleiben. Und entdecken da noch immer. Voll. Und entdecken noch immer Sachen. Das ist das Problem, was ich sehe, weil ich will ja für den RPG-Maker, hast du vielleicht gelesen, diese Map komplett nachbauen. Weißt du, im RPG-Maker. Oh, das wäre schon cool. Das wird hart auf jeden Fall. Der ist jetzt schon draußen, seit heute, glaube ich, oder? Seit gestern Nacht oder irgendwann, gestern, ja. Ah, ich habe ihn mir noch nicht geholt. Ich warte mal noch, ob der so Pressedings nicht doch noch mir einen Key schickt. Erste Video kommt auf jeden Fall am 1. November dazu. Also am 1. November werde ich es mir dann auch holen, wenn er bis dahin nicht gesagt hat, ja, hier, hast du einen Key. Hoffentlich kann er kein Deutsch und hört das jetzt. Der interessiert mich auch, dass ich mal so ein bisschen so herumprobiere, irgendwas einmal machen. Es ist, ja, sieht verdammt cool aus. Ich hatte auch den alten, ne? Also den letzten. Ja. Und den davor und den davor und den davor. Also ich hatte alle eigentlich. Außer den ersten, glaube ich. Also ich habe mit RPG cool, Maker 2000 halt angefangen. Du musst dementsprechend Zeit investieren. Also da kannst du nicht jeden Tag ein Video raushauen oder sowas, weil das. Ja, ich habe auch gesagt, wöchentliche Updates gibt es dann dazu. Ja. Dann setze ich mich immer am Wochenende ein paar Stunden hin, mach ein bisschen was, weißt du. Das Spiel wird auch, also ich vermute nicht, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren fertig wird. Ja. Da aber bin ist ich schon ganz cool, ehrlich. Das motiviert dann schon sowas, wie zum Beispiel eben die Map nachbauen und so weiter. Das habe ich früher bei DayZ, habe ich das, am Mod habe ich immer so Sachen nachgebaut von der Standalone-Version und so weiter. Das ist dann schon cool. Ist aber auch kackenschwer, ne? Wenn er dann immer, ja, Ingame gehen muss, immer wieder absuchen, ja, was bauen wir hier?
Weil sich auf jeden Fall viele Screenshots machen müssen. Boah, ne? Die Zeit verfliegt auf jeden Fall. Ah. Das ist so ein Wahnsinn. Aber viele Screenshots werde ich machen müssen. Ja. Ich werde auch einfach mal den Support anfragen, ob die mir so ein... vielleicht so einen Grundriss der Map schicken können oder so. Weiß ich ja nicht. Mhm. Ob sowas gibt, keine Ahnung. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die sowas haben. Wir chillen hier ganz bequem. Oder die Map so auf Satellitenbasis. Na, irgendwie sowas, weißt du? Dass man mal sowas Genaueres hat. Am geilsten wäre halt echt, wenn das so eine Map wäre, wo man dann ranzoomen könnte und dann genau das Haus, den Grundriss sieht. Oh, das wäre geil, ja. Aber ich glaube, so detailliert haben die das nicht. Ja, ja, sowas. Wobei, bei Google Maps kannst du jetzt nicht das Dach entfernen und mal eben gucken, ja, das. Wie wohnen die Leute. Aber bei Sims kann man das so von oben, weißt du? Kannst du direkt, zack, fertig, alles. Das wäre schon cool. Ja, die Welt wird sich bei Sims treffen. Vielleicht. Ich sag, das wandert nach links oben. Das soll mal hier hinkommen und dann sind wir in der Base, im Knast. Machen die Tür zu? Ah, das ist da echt ein Knast, ist, ey. Ja, voll. Ich glaube, das meinte Schneckball damals echt. Oder die Stelle hier, die sieht doch so geil aus irgendwie. Das wirkt auch irgendwie so Walking Dead mäßig. Das ist auch irgendwie so ein Pfeil, wenn man von einer Richtung guckt. Mhm. Also von voll, Westen stimmt, aus guckt. Stimmt. Dann ist das so ein Pfeil. Pfeil, ja. Ja. Oder ein W von der anderen Seite. Ein ziemlich schlechtes W, aber ein W. Ja, wer weiß, was da eigentlich noch in dem Spiel oder auf der Map für Easter Eggs versteckt sind. Ja. Zum Beispiel bei DayZ war es ja auch so, dass irgendwo am Maprand die Bäume haben dann so Buchstaben gebildet, die dann irgendein Wort ergeben und so weiter. Ja, wer weiß, vielleicht müssen wir jetzt von hier hin die Pfeilrichtung laufen und finden da das ultimative Loot oder so. Wer weiß, oder vielleicht dann dort wieder zum nächsten Hinweis. Quasi ja, wie so gucken wir mal. Ah, wir müssen los. Vermächtnis der Tempelritter, okay, oder so. Ja. Das wird jetzt interessant. Shit. Wir können ein bisschen warten noch und dann mit dem Gas fahren, ja, oder? Ja, und dann so zwischen den Straßen, da wo dieses, ich sag jetzt mal, das sieht wie ein Bett aus. Ja, ja, genau. Von ja. Hunters. Ist auch, glaube ich, ein Bett. Ja. Hunters Truck Stop ist halt die Schlafgelegenheit, ja, da, glaube ich. Genau. Ist, glaube ich, bei Babas auch. Weiß ich gerade gar nicht. Wobei, bei Babas oder? Ist es nicht. Nö. Bei Hemingway. Wo links. Ist denn Hemingway jetzt? Ach, da, ja, da ist auch. Ja, ja, genau. Nur bei Babas nicht, obwohl da wirklich so. Bei Babas ist ja auch so wie bei Hemingway quasi mit vielen Häusern, dies, das. Hunters ist ja gar nicht so wirklich. Da ist nur eine Tankstelle und ein Parkplatz und Sims. Mhm. Oder wir haben da Hunters auch noch nicht entdeckt. Ja. Dass wir das bisher immer noch übersehen total haben. Riesig. Aber jetzt haben wir wieder was Neues entdeckt, ey. Eine neue geheime Base quasi. Mhm. Die File Base. Voll. Wir brauchen noch irgendwelche coolen Namen für die. D1. Ah, hier geht man ja nie hin, da kommt man ja nie drauf. Ich dachte jetzt nur, wir fahren möglichst weit nördlich, um möglichst lange zu überleben, weißt du? Hab da gar nicht dran gedacht. 10 nur noch, Top 10. Top 10 ist drin, heute. Wir wollen aber den Sieg. Der muss drin sein. Ohne Sieg gehe ich heute nicht schlafen. Ich gehe heute so oder so nicht schlafen, aber. Weil wir haben einfach schon 20 vor 11, aber. Ja, es ist so krank, verstehst? Die bringen sich alle um. 7. Und wir sitzen hier. Ganz entspannt. Mal in der Safe Zone. Und ja. Kommen dann wahrscheinlich zum Schluss an und gewinnen. Ja, das wäre cool. Wir haben auch noch. Also, ich habe einen Gegner gesehen, der geflogen ist, aber sonst habe ich keinen Gegner gesehen. Mhm. Ah, ja, ja. Und wir haben beide eine AK im Anschlag zur Not. Ja. Und ein Auto mit genug Sprit auf jeden Fall noch. Du hast noch einmal, ich hab noch einmal. Mhm. Müssen wir aber eh gleich los. Ja, wir haben ja Zeit. Wir können schön mit dem Gas fahren einfach. Weißt du? Wir sind da eh. Wir haben ein Auto, meine Güte, was soll passieren? Weil da kommen gerade auch noch Flieger runter in der Ecke. Doppelflieger war das gerade sogar. Also zwei nebeneinander.
Ich weiß nicht, ob die auch Bomben nebeneinander abwerfen. Ich habe das bisher nie wirklich beobachtet. Ja. Könnten jetzt mal noch ein paar Leute sterben, würde ich sagen, ne? Ja, komm, wir fahren schon mal südlich so ein bisschen. Ganz entspannt. Kein Stress, ne? Die zwei sind wir jetzt schon. Und wo sind wir safe? Okay, Mitte mittig, ungefähr. Mittig, mittig. Die Frage ist, wie weit ist mittig, ne? Ja. Wüsste man das immer so, das wäre cool. Ich würde doch das Auto an der nächsten Safe, glaube ich, schon stehen lassen, oder? 7. Würde ich machen, ja. Sollten wir hier schon safe sein? Da vorne ist schon... Ich warte einfach mal ab, was das Gas sagt. Ja. Weil da vorne ist schon Sims. Du siehst es ja zwischen den Bäumen, ne, weißt du? Mhm. Und Hälfte da ist noch safe und Hälfte hier. Also könnte sein. Ich bin mir zwar nicht sicher, weil das Gas ist schon ziemlich nah und es kommt auch näher. Und es kommt auch rasend näher. Ja, im Gas. Ist schon da? Jetzt nicht mehr. Doch, immer noch. Oh, ich glaube, du musst schon noch ein Stück fahren. Jetzt bin ich oder raus. Nee, jetzt passt. Ja, wir müssen zur DE. Okay, DE. Wir fahren gleich rüber. Ich verbinde mich mal eben schnell. Verbind du dich auch am besten, ja? Mach ich auch. Ist auch, wenn du hast. Passt, passt. Ei, ei, ei. Wir sind eh. Okay, also noch ein bisschen südlich. 6, ne? Toxic ARK diesmal. Da sind wir auf jeden Fall safe. Hier ist ein... Sind wir hier safe, ist die Frage. An den Dingern hier. Wir das könnten aber auch an den Rand fahren. Mir ist es wurscht. Also an den östlichen Rand. Ja, da ist aber nichts, wo man sich verstecken kann. Das ist das Problem, was ich habe, weißt du? Mhm. Weil wenn wir hier safe sind, sollten wir hier auch stehen bleiben vielleicht. Und hier haben wir noch halbwegs Deckung irgendwie. Ja, zumindest hat das Auto noch genug... Sprit. Ist noch, ja, und Condition. Ja, ja. Das ist noch komplett voll Condition, bis auf 3%. Mhm. Nichts passiert bisher. Also kann man auf jeden Fall mit Turbo notfalls noch flüchten. Ja, wobei, wenn der direkt so schießt, dass ich tot bin, ist er kacke, ne? Ja. Ich stelle mich mal hier in den Busch, vorsichtshalber. Wuff. Bell zurück, du musst dominant sein. Okay, der Airdrop kommt fast genau über uns gleich. 5, ne? Also 3 andere. Und ich habe die Schüsse nicht gehört. Kein ich bisschen. Auch nicht. Das war sicher bei Teams. Kann sein, ne? Ich steig mal kurz aus, um zu gucken, wo der Airdrop kommt. Okay, bisschen südlich von uns, aber nicht viel. 5 Sekunden kommt Gas. Wir gucken mal, was es sagt, ob das näher kommt oder nicht. Und ich sind halt kurz wieder 2 Sekunden im Gas, dann fahren wir halt wieder raus. Also ich behaupte, dass es hier passt. Na, man weiß es nicht. Bin ich gespannt, ob jetzt von Westen jemand kommt. Müsste eigentlich, na, außer die sind auf der südlichen Seite der Straße. Mhm. Das kann ja auch sein. Eieiei. Aber wir sollten safe sein hier. Stimmt. Naja, das. Also hier passt's. Hier passiert nicht mehr viel. Da hinten sehe ich aber auch keinen, der da kommt irgendwie. Aus der Richtung. Ja, die sind sicher schon alle verschanzt. Das ist das Problem. Ah, neues Gas. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also auf jeden Fall auf unserer Seite. Wir müssen auf jeden Fall nicht weit fahren hier. Ja. Wir sollten aber vielleicht aussteigen und laufen, oder? Ich sehe den Schatten vom Airdrop. Ja, ich sehe ihn auch. Ja, sollte man machen, ja. Oder? Ja, ich nehme die Sparkplugs hier noch raus und dann... Warte mal. Ah, oh, na, das war nur der Schatten. Gott, ich habe schon Panik. Da hinten fährt ein Auto. Süd-südwestlich war das. Ist hier rüber gefahren auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es komplett gefahren ist. Wollen wir schon zur Safe Zone? Ich weiß nicht, wo die ist.
Also wir sind jetzt ein Stück nach E reingefahren. Also wir könnten hier nördlich noch, also wir sind noch nicht so weit nach E. Eigentlich sollten wir schon safe sein, oder? Wir sind noch nicht so weit in E, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wenn ein dann Auto, ja, das die Büsche Auto weiter ist vorne. Jetzt im Süden. Fährt so rum. Ah, da hinten. Sucht ja wahrscheinlich den Airdrop. Ja, wird er wissen, wo der Airdrop ist, oder? Ja, oder er fährt herum und wartet ab, ob jemand kommt. Was ist jetzt passiert? Der Desync, oder? Er kommt zu uns. Wo ist er? Bei uns. Neben uns? Nein, nein, vor uns. Er schießt auf mich. Er ist down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich blute, ich muss mich verbinden. Verbind dich, ja, ich muss mich auch verbinden. First Aid Kit nehme ich. Nimm du auch deins, du hast ja eins. Ja, hab ich. Auf einmal stand er da. Ja, ja. Wir hätten ihn, glaube ich, auch reporten sollen. Aber hat ja nicht geklappt. Na, er hat irgendwie... Es war irgendwie total eigenartig, so wie wenn er einen Desync hätte oder so. Urplötzlich war der irgendwie dann hier. Ah, geportet oder so. Ich guck mal, was er hatte. Deck mich mal ein bisschen, wenn es geht. Ah, ich sehe einen anderen im Südwesten. Okay. Ich habe alles genommen, was ich nehmen Südwesten konnte. Man sieht ihn, man sieht ihn. Man sieht den schwarzen Punkt. Man könnte es versuchen auf Distanz. Nee, wenn du es siehst, noch nicht. Im Südwesten erst später. Ist er, siehst du den Punkt? Warte. Beim Hügel. Ich bin im Gas. Bist du auch im Gas? Nö. Warum war jetzt ich im Gas? Er ist auf jeden Fall im Südwesten. Bei dem Hügel. Aha. Oh Mann, jetzt kommt die Spannung, gell? Ich habe aber nichts am Gas verloren. Ich habe 100%. Ach, ich hatte noch First Aid Kit wahrscheinlich. Nein, ich wurde getroffen! Komm hierher. Ja, ich komme hinterm Busch, wenn es geht. Hinterm Baum. Fuck, ich bin hier im Gas. Ich muss First Egg. Oh, nehmen. Ich bin auch wieder getroffen worden. Neues Gas in 2 Minuten. Okay. Ich sehe da keinen gerade. Ja, jetzt ist er weg. Vielleicht kommt er aber auch vom Süden. Ja, kann sein. Ja, fuck, ich bin tot. Fuck! Ich hab zur Not 14 First Aid Kits da. Im Sack. Eieiei. Noch kurz warten, was du jetzt machst. 100 HP AK hatte der. Der trifft so gut. Ja, der trifft alles, was er will, glaube ich. Wie gesagt, First Aid Kits hatte ich genug. Kannst du dich bedienen. Hatte auch Bandagen, noch tausende. Wow! Was machst du da? Bei mir ist jemand. Ja, aber du tanzt da so rum um den Baum quasi. Ja, einmal rechts, einmal links. Oh fuck, oh, er hat dir richtig gegeben. Zweiter sind wir geworden, das war ein Team. Ja, wenn es euch gefallen hat, schaut auch bei i4 vorbei. Gebt einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.